Ihr Tagebuch hatte sie damals unterm Arm. 14 war sie, als sie mit ihrer Freundin ins Lübecker Rathaus stürmte. Sie wollte nur einmal einen Blick auf die jungen Seeleute werfen. Für Evelyn Gattack waren sie Stars, die Überlebenden des Segelschulschiffs Pamir. Die Pamir, die war untergegangen und dann war in Lübeck im Rathaus die Gerichtsverhandlung. Und Birgit sagt, weißt du, da gehen wir hin. Birgit hat mich immer mitgerissen. Die sagt, da gehen wir hin, you know, da wollen wir sehen, ob wir da Autogramme kriegen. Und you know, der Reiz mit, you know, jungen Matrosen war nicht schlecht. 65 Jahre ist das jetzt her. Ihr Tagebuch hat die gebürtige Lübeckerin zum Jahrestag der Verhandlungen wieder hervorgeholt. Seit Jahren lebt sie zusammen mit ihrem Mann in Ohio in den USA, verfolgt aber täglich die Nachrichten aus ihrer alten Heimat. Hier auf dem Museumsschiff Passat in Travemünde geht sie auf ihre ganz persönliche Spurensuche. Ach, das ist schön. Die Suche nach Überlebenden der Pamir hielt damals die Welt tagelang in Atem. Am 21. September 1957 war das Segelschulschiff durch einen Hurrikan im Atlantik gesunken. 80 Seeleute starben. Am Quai Walter Anders, der Vater des 18-jährigen Volker. Er war von Bremen nach Casablanca geflogen, um seinen geretteten Sohn schon hier zu empfangen. Die Gesichter der Jungen tragen die Spuren der verzweifelten Tage auf See. 52 Stunden lang trieben sie im Atlantik. Das war es in mehreren Zeitungen so gewesen. Alle wohl auf. Oh ja. Gott. Guck dir mal an, was man den Leuten für Hoffnung gemacht hat. 41 Überlebende von der Pamir gerettet. Oh das Gott. Das war am 25. September. Die Zeitungen berichteten erst von 41 Überlebenden, dann von 5. Am Ende sind es 6 von 86. Die meisten Toten junge Kadetten. Die armen Eltern. Und auch die wirklich Überlebenden, wenn die gedacht haben, vielleicht sind da ja doch noch andere Kameraden. Und in der Zeit, das gab ja nicht so schnell Verständigung. Die Dokumente von damals liegen heute im Archiv des Museumsschiffs Passat. Man weiß, dass von der Schiffsleitung keine richtigen Vorgaben gemacht wurden für die Besatzung, wie verhalten wir uns im Sturm. Es wurde damals viel gespart. Der Funker, der musste auch als Zahlmeister dienen. Das heißt, er konnte nur ein paar Minuten immer den Seebericht abhören und dann wurde vielleicht zu dem Zeitpunkt gerade kein Wetterbericht gesetzt. Und dann sind die richtig da reingerutscht in diesen Hurrikan, ohne dass sie so weit vorgewarnt waren. Gedenkstätte für die 80 auf See gebliebenen Besatzungsmitglieder in der St. Jakobikirche. Hier liegt eines der Rettungsboote der Pamir. Hi. Sie sehen überall, vorn und hinten ist es kaputt. Daran kann man sehen, dass das Boot überhaupt nicht für schweres Wetter, für einen Unfall gedacht war. Die sind später erst so gebaut worden, dass sie auch ein 45-Grad-Schlagseite habendes Schiff abkönnen. Und ein Schiff, was untergeht, dann soll das Rettungsboot aufschwimmen. Und dann sollen die Rettungswesten ohnmachtsicher sein. Das ist alles erst hinterher gekommen. Also es hätten viel mehr Leute überleben können. Bis heute ist die Unglücksursache umstritten. Neben Führungsfehlern wird auch die falsche Beladung diskutiert. Da wurde gestreikt, wo sie das Getreide geladen haben und dass nicht die richtigen Arbeiter das geladen haben, sondern Soldaten. Und die haben es so oberflächlich gemacht, dass nicht jede Ecke mit Getreide voll war. Und wenn Getreide auf einem Schiff, was sich kränkt, was also eine Schlagseite hat, das rutscht auf die eine Seite und dann gibt es immer mehr Krängung. Auch ob die Pamir beim Auslaufen überhaupt noch seetüchtig war, wird angezweifelt. Das Seeamt sah bei seiner Verhandlung im Lübecker Rathaus die Ursache vor allem in der falsch gestauten Ladung und der unerfahrenen Schiffsführung.
Mit ihrer Freundin hat Evelyn Gattack damals im Foyer auf die jungen Seemänner gewartet. Das war so gerammelt voll. Und bis heute wundere ich mich, dass die uns überhaupt reingelassen haben. Das war ja alles für TV und für Radio und so weiter. Und dann standen wir so gut, dass sie direkt an uns vorbeigingen. Und dann haben wir gefragt, ob wir vielleicht Autogramm haben können. Und da haben die tatsächlich sich die Zeit genommen und haben in das Tagebuch reingeschrieben. Also stehen Sie bitte auf. Sie heißen also... Eckertrau. Und wie alt? 18, 19 Jahre. 19 Jahre. Die haben gerade ein Jahr hinter sich als Tragödie. Da haben wir nicht drüber nachgedacht. Autogramme sind wichtiger, ist egal, was sie von uns denken. Ich glaube nicht, dass ich das heutzutage noch mal machen würde.